Hallo, mein Name ist Annika und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Setze dich, wenn möglich, bequem und aufrecht hin. Wähle aber auch gerne eine andere Position deiner Wahl. Kreise einmal deine Schultern von vorne nach hinten. Und von hinten nach vorne. Und dann lasse sie entspannt nach unten hängen. Nimm einen tiefen Atemzug und dann schließe deine Augen. Komme langsam an. Und nimm dich einmal wahr, so wie du hier jetzt gerade sitzt oder liegst. Scanne deinen Körper von unten bis nach oben. Verbinde dich liebevoll mit deinen Füßen und Beinen. Mit deinem Rumpf, deinen Händen und Armen. Deinen Schultern, mit deinem Hals. Deinem Kopf. Und nun fokussiere dich auf deine Atmung. Lasse deine Atmung ganz von alleine kommen und gehen. Spüre, wie du frische und kühle Luft einatmest und etwas wärmere Luft deinen Körper wieder verlässt.
Erlaube dir, dich mit jedem Ausatmen noch ein bisschen mehr in deine Unterlage hinein zu entspannen. Lasse deinen Körper immer entspannter, immer wärmer und schwerer werden. Und nun stelle dir vor, dass du dich jetzt gerade an deinem Lieblingsplatz befindest. Vielleicht ist er dort, wo du jetzt tatsächlich sitzt oder liegst. Vielleicht ist er draußen in der Natur oder ganz woanders. Du befindest dich an deinem Wohlfühlort. Ganz ruhig und zufrieden. Und du denkst an eine Person, die dich von ganzem Herzen und bedingungslos liebt. Es kann eine Person sein, die aktuell in deinem Leben ist. Oder auch jemand aus deiner Vergangenheit. Vielleicht eine fiktive Person. Es ist egal. Nimm dir einen Moment Zeit dafür. Und während du an diese Person denkst, nimmst du auf einmal wahr, dass sie vor dir erscheint. Ihr sitzt oder steht euch gegenüber. Schaut euch ganz liebevoll und tief in die Augen. Und ihr genießt diesen wunderschönen, innigen Moment. Diesen magischen und friedvollen Moment.
Und nun stelle dir vor, dass dein Beobachterbewusstsein, mit dem du auf diese Person schaust, deinen Körper verlassen und in den Körper der anderen Person hineinschweben kann. In diese Person, die dich bedingungslos und von ganzem Herzen liebt. Als du vollständig in sie hineingetaucht bist, schaust du nun von dort aus auf dich selbst. Du siehst dich durch die Augen dieser Person. Mit Liebe. Und Güte. Mit Geduld und Verständnis. Voller Frieden. Und ohne negative Gedanken oder Bewertungen. Du siehst dich in diesem Moment durch die Augen der bedingungslosen Liebe. Du siehst dein Gesicht. Du siehst dein Lächeln. Deine wunderschönen Augen. Du siehst deinen Körper. Du siehst mit den Augen der Liebe all die Details, die dich so einzigartig und wertvoll machen. Vielleicht auch Dinge, die du so noch gar nicht selbst an dir wahrgenommen hast.
Du schaust dich an mit dem Wissen, dass du bereits vieles in deinem Leben geschafft hast und unglaublich stolz auf dich sein darfst. Du siehst einen unendlich wertvollen Menschen mit einem großen Herzen vor dir. Du siehst einen Menschen vor dir, der schon einiges durchgestanden hat, aber auch an jeder einzelnen Erfahrung gewachsen ist. Du schaust in dein Gesicht und erkennst, dass du manchmal vielleicht etwas zu streng mit dir selbst bist. Und dass du so viel mehr bist, als du manchmal denkst. Sieh dir selbst noch einmal tief in die Augen. Und wiederhole, entweder laut oder in Gedanken, die nun folgenden Worte. Ich bin wertvoll. Ich bin genug. Ich bin liebenswert. Ich bin genau richtig. Ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten. Ich begegne mir mit Geduld und Verständnis. Ich bin Liebe. Nun lasse dein Beobachterbewusstsein ganz langsam wieder von der anderen Person in deinen Körper hineinschweben.
Spüre die feste Verbindung mit dir selbst. Schenke dir hier noch 2 Minuten in Stille und genieße dein Sein. Bereite dich darauf vor, ganz langsam wieder zurückzukommen. Fokussiere dich noch einmal bewusst auf deine Atmung. Beginne ganz langsam deine Hände zu bewegen. Bewege deine Arme. Tu das, was deinem Körper in diesem Moment gut tut. Lasse die Bewegungen langsam größer werden. Schenke dir neue und frische Energie. Dann öffne deine Augen. Komme wieder an.
Nimm wahr, wie du dich jetzt fühlst. Schön, dass es dich gibt. Namaste, deine Annika.